Ich heiße Maria-Luise Kirchberg, ich bin Trauerrednerin und Sie hören es schon an meiner Stimme, es ist etwas hallig hier. Wir befinden uns nämlich in unserer neuen Trauerhalle. Mein Name ist Lena Marisch, ich bin 23 Jahre alt, habe hier bei Bestattung Kirchberg meine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft gemacht und bin auch Trauerrednerin. Bei einer Trauerrede ist es mir unglaublich wichtig, die Persönlichkeit des Verstorbenen kennenzulernen. Wie hat er sein Leben gestaltet? Was hat er gerne gemocht? Und dies auch bei einer Trauerfeier gut wiedergeben zu können. Dabei ist es ganz wichtig, zuzuhören, gut zuzuhören, was den Menschen in Erinnerung geblieben ist und was ihnen wichtig ist, bei der letzten Feier für diesen Menschen, der uns verlassen hat, noch einmal zu hören, noch einmal vor Augen zu führen. Ich werde oft gefragt, wie ich mit so viel Trauer umgehen kann, aber ich kann wirklich sagen, dass ich das gerne mache, weil es mir einfach wichtig ist, den Leuten ein Stück Trost und ein Stück Hoffnung zu geben. Es hat auch so ein bisschen was mit meiner christlichen Basis zu tun, denke ich. Es ist mir einfach wichtig und es ist eine zufriedenstellende, erfüllende Arbeit, weil man sieht und spürt vor allen Dingen, was man damit bewirken kann, auch über viele Jahre hin. Den Beruf als Bestattungsfachkraft mache ich, weil ich persönliche Erfahrungen in dem Bereich bei meiner Familie gemacht habe und weil ich den Verstorbenen und die Familie würdevoll bis zum Schluss begleiten möchte. Wenn man als Trauerredner oder Trauerrednerin arbeiten will, ist es auf jeden Fall wichtig, Empathie zu haben, zeigen zu können, zu praktizieren, den Leuten zuhören zu können. Man sollte aber auch eine gewisse Ausbildung mitbringen auf dem Bereich der Didaktik, auch Rhetorik und vor allem der Trauerpsychologie. Wenn man Interesse an dem Beruf hat, gerne bei uns melden. Unsere Türen stehen offen. Man hat auch die Möglichkeit für ein Praktikum.